Warum fühlen wir uns in der Gegenwart von schönen und intelligenten Frauen manchmal so klein? Was ist es, das uns zurückhält davor, souverän und smart und attraktiv mit dieser Frau zu reden, um sie zu unserer Freundin zu machen? Das ist das Thema Selbstbewusstsein. Wo ist es hin? Warum haben wir es manchmal und manchmal nicht? In dieser Folge möchten wir dir die Lösung geben, denn normalerweise würdest du jetzt hier an meiner Seite Makako Kim sehen. Mein Name ist Andy Friday. Wir sind die Flirt-Coaches für Männer mit Herz. Aber heute siehst du an meiner Seite Dominik Van Aave. Da ist er. Hallo. Yes, und er ist unser Mentaltrainer mit dem Spezialgebiet für Selbstbewusstsein. Bei uns in der Flirt-Masterclass begleitet er die Männer im Bereich Selbstbewusstsein zu neuen Höhen. Und ich wollte dir heute einmal einen Ausschnitt von unserem Podcast mitgeben, denn es gibt, falls du das noch nicht wusstest, auch den Freundin finden Podcast mit uns, mit Dominik und mir. Den Link dafür findest du in der Beschreibung und wir wollen dir heute deswegen einmal diesen Podcast näher bringen mit dem perfekten Thema, mit dem ich dir den Dominik auch vorstellen möchte, denn es ist das Thema Selbstbewusstsein. Wie kannst du selbstbewusster werden? Das Geheimnis, das wollen wir heute lüften. Also herzlich willkommen. Wir machen das seit über 10 Jahren, sind die Flirt-Coaches, bei denen du dich nicht verändern brauchst, sondern zu dem Mann werden darfst, der du schon immer sein wolltest. Und wir legen direkt los. Es gibt diese eine Arbeitskollegin, die finde ich umwerfend. Aber es gibt einen Kollegen, der schafft es, sie zum Lachen zu bringen. Der schafft es, dass sie sich da durch die Haare streift, wenn sie mit ihm redet. Und ich habe das Gefühl, mit ihm hat sie auch was. Aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann kriege ich nichts auf die Reihe. Und ich weiß genau, er kriegt es hin und ich nicht. Und ich frage mich immer, warum bin ich nicht so selbstbewusst? Warum kriege ich es nicht hin? Warum bin ich nicht gut genug? Ich weiß, irgendwie ist er besser als ich. Ich bin nicht gut genug für sie. Warum fühle ich mich so? Was soll ich machen? Warum bin ich nicht so selbstbewusst? Dominik, in diesem Szenario, was würdest du diesem Mann raten? Meine erste Gegenfrage an der Stelle wäre, warum willst du dich denn so fühlen? Warum willst du dich so schlecht fühlen? Warum konzentrierst du dich auf all das, was nicht so gut ist? All das, was du beschrieben hast und das, was du gerade beschrieben hast, stellvertretend, ist ja das, was wir sehr oft hören von den Männern. Das, was du beschrieben hast, ist all das so, ich habe kein Selbstbewusstsein. Ich bin viel schlechter als dieser andere Typ. Ich werde es niemals schaffen, eine Frau wie sie irgendwie kennenzulernen. Und das ist alles Fokus darauf, dass du nicht gut genug bist. Und das, worauf wir uns konzentrieren, das wird einfach mehr. Das wäre meine erste Frage. Warum willst du dich so fühlen? Und ich weiß, dass diese Frage vielen Menschen irgendwie komisch aufstoßen wird. So, ich will mich ja gar nicht so fühlen. Und das ist auch eine sehr paradoxe Frage im Prinzip so, warum willst du dich so fühlen, warum willst du dich schlecht fühlen? Weil niemand von uns steht morgens auf und denkt sich, boah, heute, so wenn ich mache mir mal heute meine To-Do-Liste und auf Punkt 1 ist, ich möchte mich heute mal so richtig schlecht fühlen. So richtig wie der größte Versager auf dem Planeten. Und dann mache ich mir Kaffee und dann gehe ich zur Arbeit. Das macht ja niemand. Sondern wir wollen uns ja gut fühlen, wir wollen ja ein schönes Leben haben, wir wollen positive Menschen sein. Wir wollen ganz viel Liebe in unserem Leben haben. Wir wollen tolle Freunde haben, einen tollen Partner, Partnerinnen an unserer Seite. Das alles wollen wir haben. Aber warum ist die Realität, in Anführungszeichen, oftmals so anders als das, was wir dann eigentlich wollen? Und das ist halt genau dieser Punkt. Warum konzentrierst du dich so darauf, dass du weniger Selbstbewusstsein hast? Warum konzentrierst du dich darauf, dass du es sowieso nicht schaffst, diese Frau zum Lachen zu bringen? Genau das wirst du auch bekommen, dann, wenn du dich darauf konzentrierst. Und das ist so kontraintuitiv, glaube ich, für viele Menschen. Und ich glaube, so dir und mir ging es damals genauso, als wir uns auf diese Reise begeben haben. Hat lang gedauert. Hat lang gedauert bei mir, bis ich das wirklich angefangen habe zu verstehen, wo das eigentliche Problem liegt. Ja. Ich weiß noch, mir hat mal jemand gesagt, und zwar war das nachdem ich angefangen habe, mehr aus mir herauszukommen und mit Menschen zu reden und auch mal
extrovertierter mich zu verhalten, weil ich gedacht habe, das ist der Weg, this is the way to go. Ich muss extrovertierter sein und mehr auf alle Menschen zugehen, alle Leute ansprechen. Und ich dachte, ich muss mich verändern. Nur so werde ich angenommen von Frauen. Und so wie ich jetzt gerade bin, bin ich nicht gut genug. Ich muss mich erstmal verändern. Und Frauen haben auch toll reagiert auf mich. Sie haben dann mehr gelacht, haben mir Fragen gestellt, haben sich auf mich konzentriert. Ich hatte nicht mehr Dates. Ich hatte nicht auf einmal ganz viel Sex. Ich hatte nicht auf einmal eine Freundin oder mehrere Freundinnen. Ich habe einfach nur Reaktionen bekommen. So. Und mir war einfach nicht, mir ist nicht aufgefallen, dass diese Reaktionen im Grunde wertlos sind. Weil, was soll ich damit? Klar, ist das schön, dass man mal Aufmerksamkeit bekommt, aber mein Ziel war doch ein anderes. Mein Ziel war doch, besser mit Frauen zu werden, sodass ich auch mal eine Freundin bekomme. Oder sodass ich Frauen so verstehen kann, dass ich endlich mehr Erfahrungen sammeln kann, für Frauen ein Geschenk sein darf und auf den entlang dieser Reise dann die richtige finde. Aber ich bin stagniert. Ich habe die ganze Zeit einfach nur, bin ich aus mir rausgekommen und habe mehr oder weniger den Clown gespielt. Und dann hat mir einer mal ein sehr, sehr interessantes Feedback gegeben. Der hat gesagt, Andi, das hast du doch alles gar nicht nötig. Du bist doch schon längst gut genug, so wie du bist. Und daran musste ich erstmal echt knabbern. Das ging nicht so einfach, ging so nicht so leicht auf der Zunge, ist mir das nicht so leicht zergangen. Ich habe das Wochen, monatelang ist mir das im Kopf geschwoben. Vielleicht sogar Jahre. Und die Erkenntnis, dass ich all diese äußerlichen Dinge nicht nötig habe, mir aufzusetzen, diese extra Masken, sondern dass das alles schon in mir drinsteckt, das kam nicht so von heute auf morgen. Also die Situation, wie ich sie dir gerade beschrieben habe und wie du auch gerade darauf geantwortet hast, diese Frage, warum willst du dich eigentlich so fühlen, das darf echt der Anfang deiner Reise sein, wenn du hier gerade zuhörst, gerade zuschaust, mit dieser eigenen Fragestellung. Ist das eigentlich meine eigene Entscheidung? Warum will ich das eigentlich? Woher kommt das? Woher kommt das, Dominik, dass wir bisher uns als Menschen meistens so entscheiden, dass wir sagen, ja, ich bin nicht selbstbewusst. Woher kommt das? Das kann viele verschiedene Gründe haben. So der älteste Grund ist auf jeden Fall biologisch oder evolutionär zu sehen. Weil die Menschen damals vor 200.000 Jahren oder vor länger, die vor 1 Million Jahren, keine Ahnung, die wir als Menschen bezeichnen würden, die in Höhlen gelebt haben und so weiter, so lange ist glaube ich gar nicht her, die halt so fröhlich waren und halt keine Sorgen hatten und keine Gefahr gesehen haben. Und wenn der Busch da vorne geraschelt hat, dann sind sie dahin und haben gedacht, oh, das ist bestimmt eine richtig große Beere und dann pflücke ich die und bin für 7 Tage lang satt. Die wurden dann von dem Säbelzahntiger gefressen. Die Menschen gibt es halt nicht mehr. Das heißt, es war für unser Leben, unser Überleben wichtiger, überall die Gefahr zu sehen, überall uns Sorgen zu machen und immer Überlebensmodus zu sein. Und das sehen wir auch bei anderen Tieren generell. Selbst das Hauskatzen, die eigentlich von Raubtieren abstammen, die eigentlich Raubtiere sind, trotzdem einfach wahnsinnige Schisser sind. So, das sehen wir da auch die ganze Zeit. Und wir sind dann einfach sehr darauf geprimed, im Überlebensmodus zu sein. Und wenn wir im Überlebensmodus sind, dann sind wir nicht im Erschaffungsmodus. Und Erschaffungsmodus kannst du dir so vorstellen, als da sind wir kreativ, da sind wir selbstbewusst, da sind wir spontan, da sind wir witzig, da sind wir all das, was wir eigentlich immer sein wollen. Da sind wir all das, was wir irgendwie in anderen Menschen, die dann so sind, die dann so selbstbewusst sind, so faszinierend finden. Und das ist auch in uns. Aber wir entscheiden uns halt die ganze Zeit dafür, in diesem Überlebensmodus zu sein. Und wenn wir im Überlebensmodus sind, dann haben wir Stress. Dann sehen wir überall die Gefahr, dann sehen wir überall das Haar in der Suppe, weil das wichtig war für unser Überleben. Und dann sind wir auch so sehr regelkonform, sehr regelgetreu und sind dann eher weniger entsprechend kreativ. Du kennst das selber, wenn du gestresst bist, dann ist nicht gut irgendwie... weiß ich nicht. Das bin ich selbst nicht so kreativ. Dann ist nichts gut, irgendwie was Kreatives dir ausmalen. Und von daher ist es auch nicht so einfach witzig zu sein. Und wenn du dann mit dieser Frau, dieser Arbeitskollegin von mir aus sprechen möchtest und sie zum Lachen bringen möchtest, aber du bist die ganze Zeit in diesem Modus, dass dieser andere Typ sie immer zum Lachen bringt und du nicht, dann rutschst du von deinem Körper. Da, wo all die Emotionen
generiert werden und gespeichert sind und so weiter. Und den Körper, den du brauchst, um im Jetzt, um im Moment zu sein, dann rutschst du in den Kopf und malst dir all die Situationen aus, wie es schief gehen würde und dass sie dich sowieso nicht mag und dass dieser Witz, den du bringen wolltest, sowieso nicht witzig ist. Und all das bringt dich dann immer weiter weg von deinem eigentlichen Ziel. Und ein weiterer Punkt, warum es uns dann so schwer fällt, dann in diesem freien Erschaffungsmodus zu sein, diesem Selbstbewusstsein zu sein, ist also entsprechend neben dieser evolutionären Sache, neben der Sache, dass wir uns den ganzen Stress machen, einfach auch der Vergleich. Weil wir sehen immer nur eine Facette eines anderen Menschen. Und je nachdem, ob wir diesen Menschen halt ein bisschen länger schon kennen, dann können wir ihn halt noch in größeren Kontext packen und wir mögen es, Menschen sowieso einzukategorieren, weil dann das Leben einfacher wird. Wir mögen es, uns selber einzukategorieren. Stichwort Identitäten ist ein Podcast, den wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Den kannst du mal reinhören. Und nicht nur den, sondern auch die Folge Red Pill und andere, Oh ja. Toxische Mindsets. Ja, hör da auch mal rein. Gerade der Punkt Identität. Absolut. Genau, und wir sehen halt immer nur eine Facette dieser Person. Und dann denken wir, und das, dann greift so der sogenannte Halo-Effekt. Und Halo bedeutet, das ist das englische Wort für Heiligenschein. Und dann, wir setzen halt quasi diesen Heiligenschein einer Person auf, sei es dann halt eine Frau, die wir dann für wahnsinnig hübsch finden und die wir uns dann nicht trauen anzusprechen, weil wir halt, weil sie im Vergleich zu uns so viel besser wegkommt, weil sie halt hübsch ist. Und dann hat sie vielleicht auch noch ein süßes Lächeln. Und dann haben wir zwei Fakten über sie gesammelt, die wir gut finden. Und dann hat sie vielleicht im Vergleich, so jetzt auf links auf der Tabelle ist sie mit 100 Punkten, sie ist hübsch und hat ein süßes Lächeln. Und dann auf der rechten Seite sind wir mit all unseren positiven, aber auch mit ganz, ganz vielen negativen Punkten. Zum Beispiel, dass wir mal schwarz gefahren sind oder sowas. Und am Ende kommen wir halt dann, wenn wir den Vergleich ziehen, hat sie 100 Punkte und wir minus 17.000 oder so. Und natürlich denken wir dann, dass wir halt ihr nicht zu bieten hätten, dass wir ihr nicht das Wasser reichen können. Das Gleiche machen wir dann vielleicht mit diesem Kollegen, der sie zum Lachen bringen kann, einfach nur, weil wir gesehen haben, im Vergleich so, er ist selbstbewusst. Oder wir interpretieren sein Verhalten als selbstbewusst. Und jetzt ist gerade mal was Interessantes, was mir über all die Jahre aufgefallen ist. Immer wenn ich so mit Menschen gesprochen habe, die ich für selbstbewusst empfunden habe, damals noch so, als ich angefangen habe mit dieser Reise, mich mit entsprechend meiner Persönlichkeit zu beschäftigen, mehr Frauen in mein Leben zu ziehen, dann habe ich Menschen gefragt, so Männer wie Frauen, so, ich finde das richtig krass, wie selbstbewusst du bist. Ich bewundere das sehr. Was ist dein Geheimnis? Was tust du so dafür? Und durch die Bank weg, alle Menschen haben gesagt, ich bin noch nicht selbstbewusst. Und das fand ich so komisch. Weil offensichtlich bist du doch selbstbewusst. Und jeder sagt das also so viele Menschen sagen das von sich selbst. Und das ist so merkwürdig. Wie kann das sein? Wie kann denn diese Fremdwahrnehmung so anders sein als diese Selbstwahrnehmung? Und das ist einfach ein interessantes Phänomen, ein interessantes Zeichen oder auch eine gute Nachricht für dich, dass die Menschen, die du als selbstbewusst wahrnimmst, wahrscheinlich auch ihre Päckchen zu tragen haben, wahrscheinlich auch sich selber denken, oh, ich bin nicht gut genug. Das ist einfach eine krasse, Krankheit, die durch die Köpfe der Menschen fließt, die wir schon gerade im deutschsprachigen Raum eingepflanzt bekommen, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist der menschliche Zustand. Das ist der normale menschliche Zustand. Weil genau aus diesem Effekt des Halo-Effektes, den du gerade beschrieben hast, bei allen anderen, gerade bei denjenigen, die wir mögen wollen, da sehen wir die positiven Sachen und bei uns selber sind wir überkritisch. Und wir werden ja auch von unseren Eltern dazu aufgezogen, gütig zu sein, höflich zu sein, lieb zu sein, anderen Gefallen zu tun, zu helfen, hilfsbereit zu sein. Das heißt, bei anderen wollen wir auch, dass es ihnen gut geht, aber wenn es dann um uns selber geht, dann sind wir total hart und wir machen uns fertig für jeden verdammten kleinen Mist, der nicht mal so schlimm war. Und selbst wenn wir eigentlich einen tollen Tag hatten und wir echt auch einen super
super Impact auf unsere Umgebung hatten. Und wir haben Leute haben sich gefreut, uns zu sehen. Sie haben gelacht. Wir haben vielleicht unser Hund, unsere Katze hat sich gefreut, uns zu sehen. Mensch, allein das ist ja schon, was für ein riesen Impact du auf die Welt hast. Und das sehen wir alles nicht. Wir sehen einfach nur, boah, heute habe ich mich wie Mist gefühlt, den ganzen Arbeitstag. Ich konnte mit niemandem reden, ich war total unsozial. Ich habe Angst gehabt, bin einfach nicht selbstbewusst. Ich komme hier nicht aus diesem Loch raus und so weiter. Bei uns selber sind wir einfach viel mehr darauf geprimed, kritisch zu sein als bei anderen. Ja, das kenne ich auch von mir damals. Also genau das, was du beschrieben hast. Und mir hat dann damals so dieser... ich weiß nicht, ob es ein Satz war oder so, das auf jeden Fall dieser Vergleich geholfen. Würdest du mit einem Kind so sprechen, so wie du mit dir ins Gericht gehst? Also, weil ich weiß noch von mir damals, das ist 15 Jahre her, aber weil ich so sehr bewusst mir meine Gedanken auch mal aufgeschrieben habe, weiß ich ganz genau, dass ich so Sachen gedacht habe wie, du bist ein Versager oder die mag dich sowieso nicht oder guck mal, was du da schon wieder gemacht hast oder alle gucken dich gerade an und lachen dich aus. Solche Sätze habe ich mir aufgeschrieben und oder auch wenn ich irgendwie, wenn was nicht so gut geklappt hat, was auch immer, was ich mir vorgenommen habe, dann habe ich mich dafür auch fertig gemacht. Und dann halt dieser Vergleich so, irgendwie würdest du mit einem Kind so reden? Also entsprechend, wenn du dich selber als Vierjährigen an der Hand hättest, so, du würdest mit dir durch die Gegend spazieren und diesem Vierjährigen würde das alles passieren, also dir als Vierjährigen, würdest du mit dem so reden? Und dann habe ich mir gedacht so, nein, auf gar keinen Fall. Wir wissen das, dass wir mit anderen Menschen und vor allem mit Kindern ganz liebevoll umgehen wollen und umgehen müssen. Und mit uns selber aber ist das okay, so zu reden. Und ich habe mir dann gedacht so, ich lasse doch auch niemand meiner Freunde so mit mir reden. Ich lasse doch niemand meiner Freunde mir sagen, so ins Gesicht sagen, du bist ein Versager. Dann wäre das nicht mehr mein Freund. Aber mir selber sage ich das? Wie kann das sein? Und in dem Moment, in dem ist mir das bewusst geworden. Ich habe dann einfach ganz bewusst, was heißt einfach? Ich habe dann ganz bewusst darauf geachtet, es war nicht einfach, darauf geachtet, welche Gedanken ich mir die ganze Zeit fütter. Und das ist ja das Schöne daran. Wir können unsere Gedanken beobachten. Das ist nicht etwas, was irgendwie uns passiert. Das ist nicht auch kein bewusster Akt. Wir sagen jetzt nicht, okay, jetzt denke ich diesen Gedanken, sondern der kommt zu uns. Wie das Ganze passiert, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber der kommt zu uns und der Fakt, dass wir diesen Gedanken beobachten können, zeigt, dass wir erstmal nicht dieser Gedanke sind. Und das heißt aber auch, dass wir ihn ändern können. Und wir können sagen so, guck mal, hier ist ein Gedanke, der sagt, ich bin nicht gut genug. Der Gedanke sagt, ich bin nicht selbstbewusst. Der Gedanke sagt, sie steht sowieso nicht auf dich. Sie findet dich in irgendeiner Weise vielleicht sogar komisch, abstoßend, was auch immer. Und den will ich nicht haben, weil der lässt mich schlecht fühlen. Weil das Ding ist, Gedanken erzeugen Emotionen. Und unsere Emotionen sorgen dafür, dass wir gewisse Handlungen vollführen oder auch entsprechend Handlungen unterlassen. Und aufgrund dieser Handlungen, die wir tun, entwickelt sich eine Gewohnheit. Und unsere Gewohnheiten bestimmen unser Leben. Das heißt, allein die Tatsache, wie wir denken, sorgt dafür, dass wir dieses Leben haben, was wir gerade haben. Und wenn wir dann entsprechend darauf achten, welche Gedanken wir uns selber füttern, welche Gedanken wir zulassen, werden wir auch langfristig ein ganz anderes Leben haben, ganz andere Handlungen, ganz andere Gewohnheiten aufbauen. Und wenn du heutzutage mit dem Gedanken rausgehst, ich bin nicht selbstbewusst, Frauen mögen mich sowieso nicht, ich bin jemand, den Frauen sowieso ablehnen, dann musst du dich nicht wundern, das ist auch passiert. Und wenn du dir stattdessen die Gedanken fütterst und diese Gedanken, diese schlechten Gedanken weglässt oder beziehungsweise sie unterbrichst, so mitten im Satz unterbrichst, wie als wenn dir jemand sagt so, übrigens, du bist ein Versager und du sagst, halt die Klappe. Nein, bin ich nicht. Was willst du? Wer bist du eigentlich? Auf dich höre ich nicht. Ja, wenn wir dann diese Gedanken unterbrechen und die durch bessere ersetzen, Schritt für Schritt, je öfter wir das machen, desto fruchtvoller werden auch unsere Erfahrungen mit Frauen oder desto glücklicher werden wir auch in unserem Leben. Und das ist dann auch das, was Selbstbewusstsein ausmacht. So, ich habe mich immer ein wenig darüber aufgeregt, dass irgendwie im Internet stand so auf die Frage, was ist Selbstbewusstsein? Ja, du musst deine Stärken und Schwächen kennen. Okay, und? So what? I don't know.
Ich habe keine Ahnung, was meine Stärken und Schwächen sind. Irgendwann habe ich es dann Schritt für Schritt herausgefunden. Aber wann wissen wir das wirklich? Selbst wenn du dir jetzt aufschreibst, was deine Stärken und Schwächen sind, bist du dann auf einmal selbstbewusst? Absolut nicht. Ja, genau. Wirklich? So schnell geht das mit dem Selbstbewusstsein? Nee. Also das ist halt alles eine kognitive Sache. So Wissen. Also allein die Tatsache, so, du musst wissen, was deine Stärken und Schwächen sind. Wissen ist nicht fühlen. Und es geht ums Fühlen beim Selbstbewusstsein. Wir müssen fühlen, dass wir es sind. Und wir müssen fühlen, dass wir okay mit uns sind. Dass alles gut ist. Dass wir unabhängig sind. Dass wir in der Fülle sind. Dass wir voller Liebe sind, dass uns gute Dinge passieren. Statt im Mangel zu sein und zu denken irgendwie, okay, jetzt flirtet dieser Arbeitskollege mit der einzigen Frau auf der Arbeit, die ich toll finde, dann müsste ich mich fragen, wie kann es sein, dass ich nur diese eine Frau kenne? Warum kenne ich so wenig Frauen? Warum stört mich das so sehr? Warum kann ich mich nicht für die beiden freuen? Das sind dann eher die Sachen, die mich ins Selbstbewusstsein bringen, weil ich merke, wow, ich kann eigentlich mehr Frauen kennenlernen. Und die Tatsache, dass ich weiß, dass ich jemand bin, der Frauen kennenlernen kann, also du als Zuhörer, dann, wenn du so jemand bist, dann wirst du auch automatisch selbstbewusster und dann wirst du auch automatisch charismatischer und dann wirst du auch automatisch attraktiver, weil du einfach nicht mehr im Mangel bist, weil du in der Fülle bist. Reden wir doch mal ein bisschen über eines der Ursachen für dieses Gefühl des Mangels. Es gibt ja noch mehr Kontrolle, Verantwortung. Die Identifikation hast du jetzt gerade angesprochen. Lass uns doch mal über dieses Gefühl der Kontrolle sprechen. Ich weiß, dass du da auch immer wieder bei den Teilnehmern richtig krasse Aha-Effekte erzielst, gerade was diesen Punkt der Kontrolle angeht. Ja, das geht dann schon sehr in den Bereich Ego rein. Also ich sage immer ganz gerne, Ego ist das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Weil Ego ist so ich-zentriert. Das sind so all die Gefühle von Neid, Hass, Wut, Eifersucht, depressive Emotionen. All das ist Ego. Emociones depressivas. Gut gesagt, ja. Das sind all diese egozentrischen Emotionen, während Selbstbewusstsein, also das sind auch die Emotionen von Mangel, weil wenn du dir vorstellst, wenn ich neidisch auf jemanden bin, zum Beispiel, weil der irgendwie den Sportwagen hat, den ich gern fahren möchte, aber mir nicht leisten kann oder was auch immer, und dann denke so, ah, das hat bestimmt dein Vater für dich gekauft, wie kannst du das mit 18 auf jeden Fall dir irgendwie leisten oder was auch immer, dann bin ich neidisch und dann bin ich im Mangel, weil dann sage ich irgendwie auf einer übertragenen Ebene, auf einer Metaebene, die da drüber schwingt, dass es nur dieses eine Auto gibt. Und wenn der das jetzt hat, dann kann ich das nicht mehr fahren. Und das ist Quatsch. Und das ist auch dann entsprechend genau das Gleiche mit der Partnerwahl. Wenn die... natürlich findest du eine gewisse Frau dann toll auf der Arbeit und dann bist du vielleicht eifersüchtig auf den Typen, der sie die ganze Zeit beziert. Aber du sagst damit, es gibt halt nur diese eine Frau, die in irgendeiner Weise interessant oder passt für dich, weil sie jetzt mal nett zu dir war. Aber du siehst nicht, wie viele Frauen eigentlich darauf warten, dass sie dich endlich kennenlernen können, genau wie du bist, mit deiner herzensguten Art, mit deinem, mit all deinen Ticks, all deinen Macken, all deinen liebevollen, keine Ahnung, Eigenarten oder so. Das verpasst du dann, weil du dich halt nur darauf konzentrierst und dann entsprechend im Mangel bist und damit auch, wie ich gerade schon gesagt habe, in diesem Überlebensmodus. Es gibt halt nur diese eine Sache, statt im Erschaffungs- und Kreationsmodus zu sein und zu sehen, dass du unendlich viele Möglichkeiten hast. Und halt die selbstbewussten Emotionen sind dann eher so Liebe, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen im Prinzip, Frieden, sind Emotionen von was noch? Was haben wir noch für positive Emotionen? Ich glaube, das waren alle. Wir haben nur drei. Aber auf jeden Fall diese positiven Emotionen, die sind, das sind die Selbstbewussten. Entsprechend Selbstbewusstsein ist auch eine. Mut. Ja, aber ich meine, die naheliegende Frage ist doch, was mache ich jetzt, um diese Emotionen
zu ändern, damit ich mich selbstbewusst fühle. Also quasi, wie werde ich jetzt selbstbewusst, wenn mir meine Stärken und Schwächen nichts helfen? Und ich weiß, ich habe da unterschiedliche Emotionen, aber was mache ich jetzt? Wie werde ich denn selbstbewusst? Ich meine, klar, wir wissen, dass das ein Prozess ist, aber warum sollten wir diesen Prozess nicht auch jetzt schon, dass du diese Folge hörst oder die gerade anschaust auf YouTube? Wie sollst du diesen Prozess jetzt starten? Was ist denn der nächste Schritt? Ja. Das startest du, indem du, also wie vorhin schon gesagt, auf deine Gedanken achtest und diese durch bessere ersetzt. All die Gedanken von ich bin gerade nicht gut genug, wie ich bin, ich bin nicht liebenswert, ich muss härter daran arbeiten, dass ich endlich liebenswert bin, ich muss mich verstecken, solche Sachen. Allein die Emotionen, sich verstecken zu wollen, sich nicht zeigen zu wollen. Das ist wahrscheinlich immer noch aktuell, aber ich weiß, ich habe die vor Jahren mal gelesen, diese Umfrage. Die größte Angst von Menschen in der westlichen Welt ist, öffentlich zu sprechen. Eine Rede zu halten vor vielen Menschen. Und auf Platz 2 war der Tod. Mhm. Das heißt, es ist für Menschen schlimmer vielmehr. Schlimmer als zu sterben. Schlimmer als zu sterben, genau. Und das ist merkwürdig. Weil, also psychologisch gesehen macht es absolut Sinn, weil der Ausschluss aus der Gesellschaft, die soziale Isolation, eine der am stärksten verankerten Grundängste des Menschen ist. Das heißt, der Ausschluss aus der Gesellschaft, die soziale Isolation, sorgt langfristig für den Tod plus das ganze Leid, was damit einhergeht. Das Erfrieren, das vorm Säbelzahntiger wegrennen, das Verhungern und so weiter. Das spüren wir heute noch. Und deswegen, wenn wir dann irgendwie vor anderen Menschen sprechen, haben wir dann die gleiche Sorge, die gleiche Angst. Und das Gleiche haben wir dann natürlich auch, wenn wir uns irgendwie einer Frau nähern, die uns gefällt. Und wenn wir dann den Mut uns nehmen und sie ansprechen, dann wissen wir nicht, zu welchem Stamm sie gehört, und dann wird dieser Stamm Krieg gegen unseren Stamm führen und dann werden wir aus unserem Stamm ausgeschlossen, weil wir, keine Ahnung, einen Krieg angezettelt haben dadurch. Das ist alles irrational, das weißt du. Und jetzt, wo ich das gerade auch sage, dass du als Zuhörer, du weißt, dass das irrational ist und du weißt, dass es keinen Sinn macht. Trotzdem ist diese Angst da. Und wie kommen wir aus dieser Angst raus, die uns halt nicht selbstbewusst macht? Wir kommen daraus, indem wir uns halt gegen die Angst entscheiden. Du, Andi, sagst halt immer ganz, ganz schön irgendwie, sei einfach mal so 10 Sekunden länger mutig. Und das ist genau das. Das ist so ein perfekter Rat dafür. Wenn ich in meiner Vergangenheit gemerkt habe, dass ich mich gerade für die Angst entscheide oder auch in der Angst bleibe, die Angst vor Ablehnung, die Angst zu versagen, die Angst nicht gut genug zu sein, dann habe ich mich bewusst dafür entschieden, für die Liebe, für die Selbstliebe, für das Selbstvertrauen, für das Selbstbewusstsein, für das Vertrauen in die Zukunft, dass alles gut wird. Und vor allem für das Wissen, dass wenn ich mich nicht für die Angst entscheide, ich später das nicht bereue. Und du als Zuhörer kennst das vielleicht. Wenn du dich für die Angst entschieden hast und mal wieder irgendwie, den Schwanz eingekniffen hast? Weiß ich nicht. Eingezogen? Wow! Eingezogen. Oh, das ist ja ein Rekord. Du wusstest ein Sprichwort nicht und ich wusste das Sprichwort. What? Wow. Ja. Muss ich mir in meinem Kalender markieren. Damn, das werde ich mir jetzt die nächsten, weiß nicht, 3 Monate anhören dürfen. genau, also wenn man halt das jeweilige mit seinem Schwanz gemacht hat, der auf jeden Fall dann nicht da ist, wo er sein sollte, eingezogen, wie beim Bund. Da wurde mein Schwanz auch eingezogen. 2 Jahre lang. Ja. Darüber spricht Andi in einer Bonus-Podcast-Folge, die du unter seinem OnlyFans-Account bekommst. genau, also wenn wir uns für diese Situation entscheiden, in denen wir unseren Schwanz eingezogen haben, dann bereuen wir das hinterher. Das weißt du selber, wenn du irgendwie gedacht hast, irgendwie, oh, da vorne ist eine tolle Frau, die möchte gerade irgendwie, die regt so einen Impuls in mir auf, wie auch immer. Und die möchte ich gerne ansprechen, aber es passt gerade nicht. So, die U-Bahn kommt gerade und da sind Menschen um uns herum. Mach ich lieber nicht. Und dann bist du zu Hause und dann bereust du das. Und dann
fühlst du dich nicht gut. Und das ist halt dann, wenn du dich für die Angst entschieden hast. Wir wissen, dass wir uns gegen die Angst entscheiden müssen. Das ist nichts Neues, was ich dir hier gerade sage. Du weißt das. Aber also vielleicht hilft dir dieser Rat, den Andi immer sagt, mit sei 10 Sekunden länger mutig. Das Leben belohnt dich, wenn du mutig bist. Ja, diese Herausforderung an uns selber ist kein von heute auf morgen erledige ich das mal eben. Ne? Ich habe vorhin gesagt, bei mir hat das Jahre gedauert, bis ich diese Erkenntnis wirklich hatte, die der eine Kerl mir gesagt hat, so, das hast du doch gar nicht nötig, diese ganzen Masken, die du dir gerade aufgesetzt hast, du bist nicht der Clown. Und da hatte ich keinen Coach. Auch mit Coach kannst du drauf dich verlassen. Das ist ebenfalls nicht von einem Tag auf den anderen. Das erfordert Arbeit. Ja, das ist, jeder hier ist selber dafür verantwortlich, seine Realität, seine Umstände nicht nur neu zu formen, sondern auch den Nährboden dafür zu säen, dass daraus eine komplett neue Realität erschaffen wird. Durch zum Beispiel diese neuen Gewohnheiten, wie 10 Sekunden länger mutig sein. Gerade dann, wenn es kribbelt, wenn du sagst, das ist aber sehr aufregend, ich weiß nicht, ob ich das kann. Die Disziplin, die dann selber auch deine Impulse, die durch den Kopf durchgejagt werden, so, du bist nicht gut genug, die Stimmen, die abzufangen und quasi den Botschafter vom Pferd zu stoßen und eine neue Botschaft aufs Pferd draufzusetzen und sagen, so, höher, weiter mit dir. Und eine positivere Nachricht durch den Kopf jagen zu lassen. Das ist nicht das, was der Otto-Normalverbraucher direkt beim ersten Tag schon hinkriegen wird. Aber er wird am ersten Tag schon erkennen, was denn so seine eigenen typischen Glaubenssätze, das heißt die Sätze, die er selber glaubt, die er sich selber immer wieder sagt, sind und was dazu eigentlich das Pendant ist, wofür er ebenfalls Beweise hat. Also zum Beispiel der Satz, ich bin nicht attraktiv, das heißt, Frauen stehen nicht auf mich. Das ist der Satz, den manche sich immer wieder sagen. Okay, wenn wir uns diesen Satz sagen, dann gibt es aber auch Beweise, weil nichts ist schwarz-weiß. Wir leben in einer Welt voller Schattierungen. Dann gibt es auch Beweise dafür, dass du mal bei Frauen gut ankommst. Dass Frauen doch Interesse an dir haben. Und jetzt kommen wir wieder zu der Disziplin. Diese Beweise dann nicht direkt zur Seite zu schieben und zu sagen, ja, aber das war dann und dann. Oder ja, aber die war nicht so attraktiv. Oder ja, aber ach, das war so und so. Nein, da gibt es Beweise dafür, dass du dich anscheinend täuschst in diesem einen Glauben. Okay, das ist der neue Reiter. Der darf jetzt weiterjagen. Der darf weiter durch meinen Kopf, durch die Prärie ziehen. Und das Ganze ist natürlich eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen neuen Gewohnheiten, neuen Ansätzen, wie du dann auch im Gespräch konkret dafür sorgst, dass die Frau dann auch toll reagiert, weil du einfach weißt, was du sagen sollst, damit sie auch mal lacht. Ja? Weil die Haupterkenntnis dabei ist auf der technischen Seite einfach, gerade wir Männer versuchen, wenn es darum geht, mit Frauen zu reden, Informationen auszutauschen. Das ist, wovon wir ausgehen, was A, gefragt ist, wenn sie mir eine Frage stellt, wie, wer bist du, woher kommst du? Und zweitens, was auch höflich ist und drittens, was anscheinend auch attraktiv ist. Das Einzige, was ich machen muss, ist, höre ich immer wieder, gerade in der Flirtanalyse, in der Charisma-Analyse, wenn die Männer sich bei uns bewerben, dann höre ich immer wieder, ja, ich habe mich toll unterhalten mit ihr auf dem Date, also war richtig toll, so sind uns näher gekommen und es war auch echt spaßig und dann erfahre ich mehr. So, dann sagt er irgendwann, ja, aber sie hat sich danach nicht mehr gemeldet. Und dann frage ich nach, worüber habt ihr denn genau geredet? Naja, wir haben über einen Job geredet und über was sie so macht und wo sie im Urlaub war und okay, worüber habt ihr noch geredet? Habt ihr gemeinsam gelacht? Ja, war auch mal ganz lustig. Okay, erzähl mir doch mal so einen Moment, wo ihr gelacht habt. Ja, also, ja gut, gelacht jetzt nicht, aber ist klar. Man hat sich angeschmunzelt, man hat auch mal gelächelt. Okay, so emotional wertig war das anscheinend nicht so sehr. Und was waren die Gesprächsthemen? Habt ihr irgendwann mal über ihre Vision, über deine Vision, über ihre Träume, über ihre Werte, über ihre Verletzungen, über ihre Kindheit, über wie sie sich ihre Zukunft vorstellt, über wie ihre vergangenen Beziehungen abgelaufen sind, wann sie das letzte Mal in dieser Woche jemandem einen Gefallen getan hat oder wann sie das letzte Mal in dieser Woche geweint hat oder so emotional berührt war, dass sie es nicht anders konnte, als einen anderen Menschen davon zu erzählen? Und hat sie es dir auch erzählt? Was hat sie von ihren Geheimnissen dir preisgegeben? Boah, ich bin überfragt. Nichts. Zero. Nada. Wir haben einfach über einen Job, über einen Urlaub geredet und ich habe herausgefunden, dass sie Geschwister hat.
Das ist ein Informationsaustausch. Da kannst du genauso gut auch zu einem Bewerbungsgespräch gehen und fragen, tja, wie viel verdiene ich jetzt hier in dieser Firma und was haben sie noch so für Bonusse in der Firma und wo ist der Standort, wo ich arbeiten werde. Das ist ein Informationsaustausch. Das ist nicht, wo Anziehung entsteht. Das heißt, alleine die technische Realisation und die technische Umsetzung vom Flirten, von emotionalen Wert, das umzusetzen, weswegen wir ja Flirten beibringen bei den Flirt-Spezialisten, damit du dann auch im Gespräch einen ganz anderen Effekt bei der Frau verursachst, als einfach nur, ja, nee, kein Interesse, war nett, es war nett mit dir. Sondern, dass sie sich bei dir meldet und sagt, boah, das war mega cool, danke nochmal für den schönen Abend und sie will sich nochmal mit dir treffen, ohne dass du irgendwas machst, schreib sie dir direkt wieder. Das ist wirklich ein Unterschied von Tag zu Nacht, ja. Und das ist natürlich eine technische Herangehensweise, die aber nicht einfach nur auf der technischen Seite funktionieren wird, wenn wir nicht auch das Selbstbewusstsein mit dazu nehmen. Ja, also gerade diese Gewohnheiten, das, was in unserem Kopf sich da abspielt. Weswegen ja, Dominik, du bei uns im Coaching in der Flirt Masterclass ein integraler Bestandteil bist für die Teilnehmer beim Überwinden dieser negativen Glaubenssätze, beim Überwinden dieser Ängste, beim Überwinden dieser Zweifel an sich selber und an diesem neuen Glauben, dass sie es doch schaffen können, dass sie es tatsächlich auch schon gerade mittendrin dabei sind, es zu schaffen und sich dann auch im Laufe dieser Wochen, wo sie in der Flirt Masterclass ja vorankommen, immer wieder neue Beweise liefern, mit denen sie dann sich selber noch mehr überzeugen und quasi in einen Strudel kommen aus Positivität. Da ist es kein Wunder, was für Resultate wir da bei den Männern beobachten. Ich sage nicht, welche Resultate wir dort bei den Männern ermöglichen oder hinbekommen, weil die Wahrheit ist, das liegt daran, dass diese Männer es wollen. Diese Männer haben sich entschieden dazu, dass sie diesen Weg gehen wollen. Und wir begleiten sie dabei, wir geben ihnen die ganzen Ratschläge und die ganze Unterstützung und auch die Arschtritte, die sie brauchen, um dahin zu kommen, die technisch, sowohl auch auf Selbstbewusstseinsebene. Aber das ist die Sache. Du musst dich dazu entscheiden, mein Lieber, dass du es A, verdient hast und dass du es auch kannst. Und dann fängst du an. Egal, ob es jetzt 5 oder 6 oder 7 Jahre dauert oder nur 3 Monate. Ja, bei manchen dauert es 3 Monate, bei den anderen dauert es 6 Jahre. Je nachdem, wie schnell du an die Sache rangehst oder ob du da eine Hilfe an deiner Seite hast. Ja. Komm einfach mal zu unserer Flirtanalyse. Geh auf www.flirtanalyse.de und informier dich. Das ist ein kostenloses Gespräch. Da redest du mit mir oder einem von unseren Experten. Der analysiert genau, welche Glaubenssätze bei dir denn prävalent sind und welche wir auch schon in diesem Gespräch direkt umstöpseln können auf den Reiter, der positiv durch den Kopf rumjagt, damit du dann auch nach diesem Gespräch das direkt merken kannst, wenn du das nächste Mal ins Büro gehst, dass diese Frau dann eben nicht mit ihrem anderen Arbeitskollegen sich so vergnügt, sondern mit dir. Das ist nichts, was irgendwie erst in ein paar Jahren vor dir liegt. Das kann direkt morgen passieren. Also rede mit uns, finde heraus, wo deine bisherigen Schwierigkeiten lagen. Wir finden gemeinsam heraus, wie du sie ersetzen kannst durch Optimierung. Und dann kriegst du das auch hin. Ja? Unsere Flirt Masterclass ist 10 Wochen lang aufgebaut. Auf 10 Wochen Basis hast du jede Woche eine neue Woche, ganz konkretes Motto, ganz konkrete Challenge, Hilfe, Unterstützung von allen Seiten. Und du wirst da durchgeführt. Ja? Das ist sehr strukturiert. Da hast du was in deiner Hintertasche, jederzeit, dass du auspacken kannst. Diese Sicherheit, die ist einfach wichtig. Und das ist die Basis dafür, dass du von dir aus diese ganzen schönen Erfahrungen sammelst. Die werden dir nicht in den Schoß gelegt. Du bist derjenige, der dafür sorgt, dass du all diese schönen Erfahrungen sammelst, dass die Frau sich dann bei dir meldet, dass sie sich dann mit dir treffen möchte und so weiter, dass sie dann auch mit dir zusammen sein will und letztlich auch mit dir schläft. Und Kontrolle ist ein toller Begriff. Wir haben ihn gerade aber nur etwas angeschnitten. Lass uns doch noch ein bisschen über diesen Unterschied reden, den ich auch schon in vorherigen YouTube-Folgen genannt habe. Aber da bist du definitiv derjenige, der hier noch viel, viel mehr Insight hat. Kannst du noch etwas über den Unterschied zwischen Kontrolle und Verantwortung nennen? Ja, genau. Wir verwechseln das sehr oft, Kontrolle und Verantwortung. Wir glauben sehr oft, dass wir 100% Kontrolle über die Situation haben und dann denken wir auch gar nicht mehr über Verantwortung großartig nach. Aber es ist genau umgekehrt und ich mache gleich ein Beispiel dafür. Aber also der,
Die Realität ist, wenn wir es mit einer anderen Person zu tun haben, sprich wir sind zwei Personen, dann haben wir nur 50% Kontrolle über die Situation. Aber wir haben 100% Verantwortung über unsere 50% Kontrolle. So, das bedeutet, viele Menschen oder viele Männer gehen dann zum Beispiel raus oder auf Frauen zu oder wollen dann irgendwie Frauen in ihr Leben ziehen und glauben, sie hätten halt 100% Kontrolle darüber. Das heißt, sie nehmen Sachen viel, viel zu persönlich, wenn sie dann irgendwie einen Korb bekommen. Oder sie versuchen, die Frau zu beeindrucken, zu überzeugen, was auch immer. Das sind alles Geschichten von, ich habe gerade Kontrolle und Verantwortung verwechselt. Und das ist dann auch der Bereich, wo wir in die manipulativen Schienen gehen, so in die Schienen von Pickup, in die Schienen von all diese anderen komischen Pills, die es gerade im Moment gibt und so weiter. Wo wir dann einfach glauben, diese andere Person, die hat so viel Kontrolle oder Macht über uns und oder wir über sie, funktioniert dann in beide Richtungen, dass wir entweder halt so das komplette Opfer sind der Gesellschaft oder der Frauenwelt oder des Feminismus oder. Oder wir sind so krass und so stark, dass wir es der Frauenwelt jetzt zeigen und wir können jede Frau rumkriegen und was auch immer. Oder ich muss nur hart genug daran arbeiten oder ich war nicht gut genug, die Frau von mir zu beeindrucken. Sie hat mir einen Korb gegeben und mein Gedanke ist, mein Spruch war nicht gut genug. Oder ich war nicht hübsch genug. Ich war nicht gut genug angezogen. Oder. Das ist alles Kontrolle und Verantwortung verwechseln, also die Prozentangabe davon verwechselt. Du hast eine 50% Kontrolle des Ganzen. Und das ist eine so entspannende Einstellung dazu, weil du gehst, wie du bist, auf die Frau zu, sprichst sie an und sie kann Nein sagen, wenn sie möchte, aber sie kann auch Ja sagen, wenn sie möchte. Und das, was du aussprichst, sind maximal Einladungen. Und wenn du mit dieser Einstellung durch die Welt gehst, wirst du merken, dass du halt viel weniger Stress hast, weil du Einladungen aussprichst, wer spricht Einladungen aus? Der Gastgeber spricht Einladungen aus. Nicht derjenige, der etwas möchte, der etwas will, sondern du feierst eine Party, die beste Party der Welt, und die beste Party der Welt bist du. Du feierst diese Party und du lädst Menschen dazu ein. Das ist eine ganz andere Einstellung als ich muss dich überzeugen oder ich werde es dir jetzt zeigen, weil Frauen sich mein Leben lang nicht für mich interessiert haben und jetzt habe ich den heiligen Gral von mir aus Pickup oder Blue, Yellow, Red, Black, Purple, Pill, was auch immer gefunden. Und jetzt werde ich es dir zeigen. So, das ist halt Kindergarten. Das ist Quatsch. Das ist Verwechseln, Kontrolle mit Verantwortung. Ich bin jetzt schon gespannt über all die Kommentare, die sagen, bla bla bla, ist überhaupt nicht so. Und dann immer so ein Tränenlach-Smiley da reinposten. Freue mich auf euch. Ja, also schau mal, Dominik hat gerade auch wieder diese ganzen Ratgeber-Communities genannt. Und auch mit sehr, sehr, sehr bewusst so über einen Kamm geschert, weil wir wollen hier nichts Konkretes über irgendjemanden Bestimmten nennen oder über irgendeine bestimmte Richtung, dass irgendeine bestimmte Sache dass das Ende deines Selbstbewusstseins ist, sondern was das Ende deines Selbstbewusstseins ist, ist die Suche nach der Lösung in etwas Äußerem. Im Außen, ja. Die Lösung ist nicht im Außen. Das heißt, dieses komplette Konzept ist dahingehend schon einfach falsch. Es wäre auch falsch, wenn du die Lösung bei uns suchst, wenn du sagst, okay, Philosophie Andy Friday, das ist die Lösung. Das ist genauso verkehrt. Denn alles, was ich versuche, was wir versuchen bei der Flirt Masterclass, ist dein eigenes Ich dahingehend zu erwecken, dass du dich selbstbewusst in deiner eigenen Haut fühlst. Das heißt, deine Philosophie, deine Werte, dein Typ, das ist das, was anziehend auf Frauen wirken wird. Nicht wir, nicht das, was du bei uns lernst. Das sind alles nur Hilfsmittel, um zu dir zu finden. Und womit wir uns ganz klar unterscheiden auch wollen, ist, dass bei uns eben der Weg der Liebe
Unserer Meinung nach, der Weg des Erfolges ist und nicht der Weg der Angst, der Weg der Schuldzuweisung. Es ist so, weil Frauen eine andere Sexualität haben als wir. Es ist so, weil du ein Alpha sein musst. Es ist so, weil du diese bestimmten Eigenschaften haben musst aus der Welt des Betas und diese aus der Welt des Alphas und die aus der, all diese Sachen. Dann suchst du deinen Selbstwert in Dingen, die anderen dir gesagt haben. Daran bin ich nicht interessiert. Ich bin daran interessiert, ja, dich so schnell wie möglich als Kunden wieder zu verlieren. Kein Scheiß. Das ist mein Prinzip für dich. Warum? Weil ich möchte, dass du so schnell wie möglich erkennst, dass du alles hast, was du brauchst. Die Männer kommen bei uns rein, die bleiben auch gerne, aber die lernen sehr schnell kennen, die lernen kennen. So, jetzt hast du mich wieder, Dominik. Ich bin jetzt wieder derjenige mit den scheiß Sprichwörtern. Die lernen kennen. Die lernen kennen, ist es gut? Keine Ahnung. Ich glaube, sie, das kann man so sagen. Sie erkennen sehr schnell, dass sie das sind, was die Frauen wollen. Und jetzt geht es nur noch um, wie kann ich mehr Spaß haben? Wie kann ich mehr Tiefe erreichen? Wie können meine Beziehungen längerfristig und ein neues Level an Tiefe erreichen, wo wir das Gefühl haben, boah, ich will diese Frau heiraten. Sie will mich heiraten. Das ist perfekt. Ja? Da können wir dir natürlich noch mehr auf diesem Weg unterstützen, dahin zu kommen und schneller vor allem dahin zu kommen. Du kannst es auch alleine schaffen, wenn du möchtest. 5, 6, 7 Jahre, völlig egal, wie lange es dauert. Mit einem Coach geht es eben schneller. Ja? Wir sorgen dafür aufgrund unserer Programme, dass es eben innerhalb von 10 Wochen passiert oder 6 Monaten oder wie auch immer lange du bei uns bist, bei den Flirt-Spezialisten. Es liegt an dir. Du hast schon alles, was du brauchst. Okay? Und das, was deine Anziehung auf Frauen transportieren wird, ist der Wille zu lieben. Liebe akzeptieren zu lassen und Liebe geben zu wollen. Für sie, für ihn, für alle. Denn dann akzeptierst du auch mal Liebe. Dominik hat gerade das Thema Selbstliebe angeschnitten. Angeschnitten, das ist ein Riesenthema, über das wir auch reden bei uns. Angeschnitten deswegen, weil die Liebe, die du anderen geben kannst, da wirst du merken, Karma ist nicht nur irgend so ein Konzept aus dem Fernen Osten. Es ist tatsächlich ziemlich nah an der Realität, weil sobald du anfängst, mehr deine Liebe nach außen zu tragen, fängst du auch an, mehr Liebe an dich selber zu tragen und dich selber mehr zu lieben. Und wenn das passiert, bin ich überhaupt noch auf der Kamera, weil ich jetzt so groß geworden bin. Wenn das passiert, wirst du selbstbewusster, du fühlst dich größer, du fühlst dich toller, stärker, mutiger. Du wirst selbstbewusster durch diese Liebe, durch die Selbstliebe, die kommt, indem du die Liebe von anderen mehr akzeptierst und mehr nach außen strahlen willst. Selbstbewusstsein ist ein Konglomerat aus verschiedenen Gewohnheiten, Erkenntnissen, Techniken, aber vor allem Prinzipien, die du leben darfst. Und die sich echt gut anfühlen zu leben. Die sich viel besser anfühlen als die Angst, dass ich nicht gut genug bin und erst noch mehr Alpha werden muss oder erst noch diese Technik lernen muss oder ich muss noch irgendeinen Hypnosekurs machen oder was weiß ich, was du noch alles angeblich brauchst. Ich brauche ein Motorrad. Ich muss erst mal meinen Job wechseln. Ich muss erstmal diese Trennung hinter mich bringen. Ich muss umziehen. All die Dinge, von denen wir glauben, dass wir die zuerst erledigen müssen, um dann glücklich sein zu dürfen. Ich kann verstehen, wie das auf den ersten Blick so erscheinen mag, dass du zuerst Dinge ordnen musst, um Struktur zu haben in deinem Leben, damit du dich um dich selber kümmern kannst. Aber die Wahrheit ist, du kannst jetzt schon damit anfangen. Das ist nichts, was projektweise in deinem Leben mal gemacht werden sollte. Projektweise kümmere ich mich jetzt darum, dass ich glücklich bin. Projektweise kümmere ich mich jetzt darum, dass ich Frauen verstehen kann, Frauen verführen kann. Nein, das ist eine lebensbegleitende Philosophie. Entweder du bist jetzt der Mann und du willst dieser Mann sein, der von jetzt für immer sein Selbstbewusstsein geregelt hat, gut mit anderen kommunizieren kann und selbstbewusst ist, dabei, dass er weiß, dass die Frau ihn dann auch mag, dass er weiß, die Frau mag ihn und dann kann er auch dementsprechend handeln. Oder du glaubst, nee, es ist etwas, das werde ich dann erledigen oder dann erledigen, weil wenn du das glaubst, dann glaubst du, es ist etwas, was du vom Außen kriegst. Und das ist ja gerade dieser Fehltrugschluss.
Es kommt nicht von außen und es kann jetzt sofort von innen aktiviert werden. Aber dazu musst du anfangen. Und die Zeit drängt, weil wie lange willst du jetzt noch diese Videos schauen, diese Podcast-Folgen hören? Du bist herzlich willkommen, das alles zu tun und als Begleitung das natürlich zu machen. Aber hast du schon angefangen? Hast du schon begonnen? Wenn nicht, dann fang jetzt an. Diese Folge ist dein Startschuss. Entscheid dich dazu. Wie dann die Entscheidung genau aussehen wird, da bin ich jetzt mal gespannt. Das kannst du uns gerne erzählen. Das kannst du uns gerne in Person erzählen oder das kannst du uns irgendwann mal, wenn wir uns auf einem unserer Events treffen, sehen. Aber bis dahin, da wird noch sehr viel Zeit vergehen, weil wir haben ja aktuell nur eine Sache, die dich dahin bringen wird, wo du hin möchtest. Und das ist die persönliche Begleitung, die wir dir ermöglichen. Und die beginnt in der Flirt-Analyse. Und da kannst du jetzt, ich weiß genau, was manche sagen. Die sagen, oh, es gibt irgendwann Events, da suchst du wieder im Außen. Weg vom Außen. Hier und jetzt. Was kannst du jetzt tun? Jetzt, sofort. Du kannst jetzt sofort in deinem Browser eingeben, flirtanalyse.de. Und du kannst jetzt sofort dir einen Termin holen für ein kostenloses Gespräch bei uns. Ja, es gibt Dinge, die wir dir anbieten könnten. Ja, das ist möglich. Aber du brauchst keine Angst davor zu haben und deswegen dann gar nicht erst dich überhaupt in diese Versuchung zu begeben, dass du dann irgendwie etwas angeboten bekommst. Das ist derselbe Grund, warum ich früher im Einzelhandel so oft von Männern gehört habe, ich überleg's mir nochmal, ich muss das nochmal mit der Chefin klären, mit meiner Ehefrau. Männer, wo sind eure Eier hin? Hat dann immer mein Arbeitskollege zu mir gesagt. Das ist unglaublich, wie wir selber uns selber beschneiden in unserer eigenen Mündigkeit. Du hast doch wohl selber die Möglichkeit zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Und alles, was wir machen, ist, wie Dominik gerade gesagt hat, ist ein Angebot. Wir geben dir das Angebot. Es ist die Einladung, mit uns zu sprechen. Was du dann damit machst, ist völlig dir überlassen. Du kannst sagen, okay, danke für die Tipps. Ich probiere das jetzt mal alleine. Ciao. Kannst du genauso machen. Du kannst aber auch sagen, wow, okay. Weißt du was, Andi? Ich lege jetzt sofort los. Und dann legst du auf und legst los und ich sage, hallo, Sebastian. Und dann hast du losgelegt und am nächsten Tag hast du die Frau angesprochen auf der Arbeit. Würde mich genauso freuen. Komm zur Flirtanalyse, geh auf www.flirtanalyse.de, hol dir dort deinen kostenlosen Termin, sprich mit einem Experten. Und mit diesen Worten, es sei denn, Dominik, du wolltest noch ein abschließendes Wort sagen zu diesem Thema des Selbstbewusstseins. Absolut. Denn, ich habe jetzt gerade nur über die Kontrolle gesprochen. Ich will jetzt gerade noch den Part der Verantwortung nochmal mit reinbringen. Und die Verantwortung, das hast du schon gesagt, so, das ist halt im Inneren. Also wir suchen nicht die Lösung im Außen und so weiter, sondern die Verantwortung, 100% Verantwortung, 50% Kontrolle. Also 50% Kontrolle und wir haben 100% Verantwortung über unsere 50% Kontrolle. Bedeutet, dass du mit maximal guter Laune, mit maximaler Vorbereitung, mit maximal Du-Sein rausgehst, auf die Welt zugehst, auf die Frauen zugehst, sie ansprichst. Das bedeutet, dass du den Tag maximal gut beginnst. Und zwar, jetzt machen wir so einen kleinen Zirkel zum Beginn, wo ich gesagt habe, niemand steht morgens auf mit dem Gedanken, oh, heute möchte ich mal so richtig schlecht drauf sein. Du startest genau mit diesen Gedanken, mit den Gedanken, dass du freaking amazing bist, dass du unglaublich attraktiv bist, dass Frauen nur darauf warten, dass du sie endlich ansprichst, weil sie dich kennenlernen wollen. Und dann gehst du schon mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Ausstrahlung auf die Welt los. Und das sind die 100% Verantwortung. Du gehst, du schleichst auch nicht durch die Gegend, sondern du gehst schneller, um in deinen Körper zu kommen. Du willst aus deinem Kopf raus, weil Denken ist der Tod für dich. Du kannst denken auf der Arbeit. Bitte lass das Denken sein, wenn du mit Frauen sprichst. Fühle. Und bei dem Fühlen helfen wir dir gerne, geh auf flirtanalyse.de und vielleicht sprechen wir sogar miteinander. Auf jeden Fall werden wir dann, wenn du dich für ein Coaching entscheidest, miteinander arbeiten und du begibst dich zum Beispiel in meine Hände, in den Mindset Calls und ich werde dir all diese schädlichen Glaubenssätze aus deiner Nase herausziehen, sehr liebevoll natürlich. Wir haben eine Menge Spaß dabei in den Calls und die sind, auch wenn sie lang sind, sehr kurzweilig. Und die Männer halten auch immer sehr, sehr, sehr tapfer durch. Männer, wenn ihr das gerade schaut, schreibt mal, wie tapfer ihr durchhaltet in die Kommentare. Und unsere Teilnehmer, die in den Coachings, in den Calls sind.
Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie tapfer ihr durchhaltet. Und ja, und dann sehen wir uns vielleicht. Und dann wird sich dein Leben radikal verändern. Du wirst ganz anders auf die Welt zugehen. Und das ist das, was mich auch einfach fasziniert dabei, wenn ich sehe, was für ein Mann ins Coaching reinkommt und nach wenigen Wochen einfach ein ganz anderer Mann dann vor mir sitzt in den Calls. Und dann sage ich das auch immer. So, das ist krass, du hast dich verändert. Und das in so kurzer Zeit. So, deine Ausstrahlung hat sich verändert, du sitzt anders, du redest anders, du benutzt andere Worte, deine Mimik ist anders. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung, du bist ein anderer Mensch mittlerweile. Und dann sind sie auch immer sehr verblüfft, weil wir selber sehen das ja so selten, weil wir selber sehen uns ja jeden Tag, auch dann im Spiegel und so weiter. Aber wenn jemand uns einfach partiell, wochenweise sieht oder auch nur in diesen kleinen Momenten im Laufe der Woche, dann sehen wir die Veränderung bei dir. Und dann können wir da sehr gut Resümee ziehen. So. Ja. Letzten Endes möchte ich, dass du jetzt dranbleibst. Und deswegen schicke ich dich einfach direkt zur nächsten Podcast-Folge. Eine unserer sehr heiß begehrten Podcast-Folgen ist sexuelle Anziehung, was du tun musst, bevor du mit der Frau sprichst. Für diejenigen, die auf YouTube sind. Absolut. Für diejenigen, die auf YouTube sind, klick hier. Für diejenigen, die schon uns zuhören auf dem Podcast, mega cool. Schreib uns doch mal gerne eine Bewertung auf deiner Podcast-App. Gib dem Ganzen ein paar Sterne, wie auch immer du das findest, ob es gut oder schlecht ist, würde mich sehr, sehr freuen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.